Die Hauptfigur Francis ist in der Romanadaption Berlin Alexanderplatz aus Afrika geflohen, hat das Mittelmeer überlebt und will jetzt einfach nur, wie er selbst sagt, gut sein. Er landet in dem Schmelztiegel Berlin und muss nun aufpassen, dass diese gnadenlose Stadt ihn nicht verschlingt. Die Vorlage aus dem Jahr 1929 von Alfred Döblin ist hier kaum wiederzuerkennen. Hier. What the fuck? Was ist das? Ein Verkleidungsstück? Ich mach da nicht mit. Setz auf. Nein. Zieh die scheiß Maske an! Happy? Dass es plötzlich kein Lohnarbeiter mehr ist, sondern ein Flüchtling ohne Pass, stört überhaupt nicht. Die Härte und Erbarmungslosigkeit, die Francis entgegenschlägt, ist die gleiche. So stellt der Regisseur ohne großes Aufheben den benötigten Bezug zur Gegenwart her. Trotzdem ist es kein Flüchtlingsdrama. Es bleibt bei Döblins Idee eines Mannes, der versucht, das Richtige zu tun und scheitert. Francis, mein Aufpasser, ein Gorilla, mein treuer Ochse. Schläfst du tief? Dachte schon, ich müsste dich anritzen, damit du aufwachst. Anständig willst du sein. Keuchen willst du ja nicht. Willst du in den Himmel fahren, Francis? Aufstehen. Die Kombination aus Literatur und Film gelingt hier problemlos. Jella Haases Stimme, Mieze, streut die Sätze von Döblin über die beeindruckenden Bilder, als wären sie ihr gerade in den Sinn gekommen. Da steht mein Franz und fragt sich, was tun? Soll ich weg? Soll ich bleiben? Als wenn ihn einer einen Teig geschmissen hätte und nun kriegt er das Zeug nicht los. Komm schon. Komm her. Er möchte fort, aber es geht nicht. Franz, man hat dich reingelegt. Der Film hat sich von der Vorlage gelöst. Der Regisseur hat authentische, unberechenbare Figuren erschaffen, die perfekt mit der Geschichte verschmelzen. Dieser Film zerschlägt einen, und das volle 3 Stunden lang, ohne Gnade. Die Hauptfigur Francis, alias Franz, geht durch die Hölle. Und wir mit ihm. Er wollte gut sein. Polizei! Stillbleiben! Aber man hat ihn nicht gelassen. Warum hast du mich hier mit reingezogen? Um dir zu zeigen, wer du bist.